möchte den nächsten Vortrag ankündigen über das Rote Buch, eine Einführung. Das Rote Buch von C.G. Jung, das ja ein Tagebuch ist von C.G. Jung mit sehr vielen Bildern und eine Auseinandersetzung seiner eigenen inneren Seele mit seinen vielen Eindrücken, vielen Imaginationen. Und das ist auch eine Schatztruhe für das Gesamtwerk von C.G. Jung. Und wir haben dazu zwei ganz hervorragende Referenten gewonnen, die Liebhaber dieses Buches sind und schon über 150 Vorträge zu dem Thema gehalten haben. Also wir sind auf der richtig guten Seite mit euch beiden. Ja, und ich möchte euch vorstellen, der Dr. Thomas Arzt, Physiker, Publizist, hat ein Management-Consulting-Institut gegründet, die sich mit, das ist richtig kompliziert, ein weltweit operierendes Management-Consulting-Unternehmen mit Fokus auf den Einsatz der durchgängigen und simulationsgestützten Komplexitätsmanagement zur Umsetzung modernster Change-Management- und Transformationsprozesse in den sich wandelnden Marktumgebungen der heutigen Zeit. Und wenn man dann die Referenzliste scrollt und scrollt und scrollt, kommt die Idee auf, lieber eine Liste zu machen, mit welcher weltweiten Firma ihr nicht zusammenarbeitet. Die wird dann ziemlich kurz. Also es ist sehr beeindruckend. Und Thomas Arzt ist noch in der C.G. Jung Gesellschaft in Zürich tätig und seit 40 Jahren auch in Todtmoos-Rütte. Ja, Vater von zwei Söhnen. Dann der Henning Weyer-Straß. Über 20 Jahre mit Computersystemanalysen unterwegs und jetzt sehr berührend, seit ein paar Jahren ist er Sonderpädagoge. Und wie er mir erzählt hat, das hat mich sehr berührt, dass er also mit auffälligen Kindern arbeitet, ADHS und emotional benachteiligten Kindern, und er aber die Idee hat, die Originalität der Kinder zu entwickeln. Also das Besondere an diesen Kindern, und das hat mir sehr gefallen, vor allen Dingen, ich war ja 13 Jahre im Jugendamt tätig und wir haben damals anders über die Kinder gesprochen. Und es ist immer sehr bewegend, was für Bilder wir selber von den Menschen haben, ob ein Kind ein schwieriges Kind ist oder ob es ein zu entfaltendes Kind ist mit den besonderen Anlagen. Das ist eine sehr schöne Sicht von dir, das hat mich sehr beeindruckt heute Morgen beim Frühstück. Ja, Henning hat das gesamte Werk von C.G. Jung digitalisiert unter weyerstraß.com. Net, okay, .net. Also wenn man eine Frage hat, wo was irgendwie im Werk von C.G. Jung steht, kann man auf die Internetseite gehen über eine kleine Suchmaschine und kann sich dort kundig und fündig werden machen. Ja. Herzlich willkommen. Ich gebe euch das mal. Ja? Dankeschön. Ja. Ganz herzlichen Dank. Morgen. Das ist das berühmte Rote Buch, das Tagebuch von C.G. Jung. Es ist eigentlich das Dokument seines Ringens mit der Seele und das Finden der Perle in seiner eigenen Muschel. Es ist sozusagen konstituierend für sein Werk. Und es ist eigentlich auch in der geistesgeschichtlichen Sicht ein ungeheures Werk, auch sehr komplex. Deswegen haben wir das in zwei Teile geteilt. Henning wird einen Deep Dive
in das Rote Buch machen. Und ich werde heute Mittag versuchen, das Rote Buch in der geistesgeschichtlichen Tradition des Abendlandes zu verorten und versuchen zu zeigen, was es uns in unseren turbulenten Zeiten heute, der Sinnsucht, der Konfusion, als Navigationshilfe geben kann. So, können Sie mich hören einigermaßen? Geht gut. Also, das Rote Buch, das ist ein Exemplar, ist die englische Ausgabe oder angloamerikanische Ausgabe. Ich habe es bekommen vor 8 Jahren vom Herausgeber persönlich, der es mir signiert hat, weil ich mit ihm zusammengearbeitet habe, als es darum ging, Stellen zu finden, wo es ihm schwierig war und er keine Zeit mehr hatte. Da habe ich ihm unter die Arme gegriffen. Jetzt finde ich doch die verfluchte Seite nicht. Da steht nämlich seine Signatur. Und da hat er gesagt, als Dankeschön, bitte ein komplettes rotes Buch mit Widmung. Steht da, A True Brother in Arms. Also ich war ihm ein echter Waffenbruder, um dieses Ding endlich zu publizieren. Das war nicht ganz einfach, weil dieses Riesenwerk 50 Jahre lang unter Verschluss war und nicht veröffentlicht werden durfte. Das hatte Jung selbst veranlasst und das war der Grund, warum die Erben dann irgendwann gesagt haben, wir können auf dieser Position eigentlich nicht stehen bleiben. Wir müssen irgendwie da eine Publikation machen. Und Sonu Chandasani, das ist der Herausgeber, ist ein in London lebender Inder, der Medizinhistoriker ist und sich eben speziell auf diese Geschichte von Jung eingeschossen hat und gesagt hat, dieses Buch muss unbedingt veröffentlicht werden. Eine kleine Vorgeschichte dazu. Es ist ein völlig ungewöhnliches Buch, weil es mit ganz fantastischen Bildern arbeitet und wir bis 2009 einfach überhaupt nicht wussten, was drinsteht. Das ist ja auch nicht, sage ich mal, so ganz gewöhnlich, dass man ein Buch bekommt von einem berühmten Psychologen und keiner weiß, was drin steht. Aber das war gleichzeitig eine Demarkationslinie, wo sich alle Therapeuten, Interessierte, Laien und Experten alle aufstellen konnten, wie bei so einem schönen Wettlauf. Und dann hat es geheißen, so, jetzt schauen wir mal alle rein und gucken mal, welche Überraschung wir erleben. Und da habe ich gedacht, ach, das ist doch eigentlich eine schöne Gelegenheit, dann ist man mal so auf Augenhöhe mit Therapeuten und mit Wissenschaftlern und so weiter. Und die wissen ja auch nicht, was drinsteht. Also haben alle die gleichen Chancen und das Wettrennen ist eigentlich relativ gerecht. Hier sehen Sie ein Bild, was Jung gemalt hat. Also Jung war nicht nur Psychologe und Psychiater, sondern er war auch meiner Meinung nach ein Maler. Wenn auch, sage ich mal jetzt nicht à la Picasso oder à la Dali, aber so mit sehr viel Akribie und Genauigkeit malt er solche Bilder. Das ist eine Stadt in der Schweiz am Meer oder eine Stadt am Meer, muss nicht die Schweiz sein, geht ja auch nicht. Im Hintergrund, es könnte vielleicht auch ein See sein, aber das ist irgendwie, ist eher Meer. Ja? Und darüber diese Figur, die also in der Luft schwebt, meditativ mit geschlossenen Augen und dieses Riesenkreuz, was auch noch in alle Richtungen ausstrahlt. Also das war schon ein sehr beeindruckendes Bild, was mich damals fasziniert hat. Einige Bilder waren schon veröffentlicht, bevor das Buch rauskam. Und Chandasani hat dann, sage ich mal, für die Erben, an die Erbengemeinschaft C.G. Jung, 64 Erben, alle Schweizer, die sind alle einer Meinung, können sich absolut vorstellen. Ne? Da ist eine absolute Einheitlichkeit und die freuen sich alle, dass das alles so gemeinschaftlich beschritten wird. Im Gegenteil, es ist also ein totales Zerstrittensein und die konnten sich bis zum letzten Moment nicht entscheiden, bringen wir das Buch jetzt raus oder nicht. Und dann hat es trotzdem funktioniert und es wurde in New York im Rubin Museum mit 500 Leuten wurde also dieses Fest begangen, dass das Buch jetzt endlich da war. Es ist ein Faksimile, das heißt also, Sie bekommen im ersten Teil die Originaldarstellung in reprofotografischer Form gezeigt und im zweiten Schritt gibt es dann die Übersetzung, das heißt also die in Text umgebaute Version, wo Sie alles nochmal richtig nachlesen können, mit
mit Anmerkungen und ich glaube über 3000 Fußnoten, damit sie auch wissen, was, aus welchem Grund, woher, warum da drin steht. Also es ist schon sehr dicht, aber ich will Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Das war die Ankündigung in New York. Die Amerikaner nennen das Creation of a New Cosmology und hauen natürlich ordentlich auf die Glocke. Das würden wir in Deutschland anders machen, aber ich will Ihnen auch noch mal zeigen, warum meiner Meinung nach das Buch einen solchen enormen Erfolg hatte. Es waren 5000 Stück in Deutschland und 15.000 Stück in den USA gedruckt worden und die waren innerhalb von 14 Tagen ausverkauft. Und jetzt stand die Druckerei in Italien stand unter einem enormen Druck, denn die hätten jetzt fast nochmal 30.000 Stück nachdrucken sollen. Die kamen gar nicht hinterher. Mittlerweile ist das Buch 250.000 Mal verkauft. Und zu einem Preis von fast 200 Euro ist also der Verlag WW Norton um einige Millionen reicher geworden. Die haben sich richtig die goldene Nase verdient. Hier ist das Buch gezeigt. Das ist also das Original aus dem Safe in Zürich. Wird es dann unter Sicherheitsmaßnahmen da ausgestellt und man konnte das Original also dann besichtigen, aber nicht anfassen. Sie sehen, es ist also ein ziemlich großer Schinken. Das hängt damit zusammen, dass das Papier in diesem Buch natürlich viel dicker ist als das Papier, was im Nachdruck verwendet wird. Also das ist ja ungefähr doppelte Größe. So. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. What I saw was a great artist, one of the great masters of the human mind. He was able to boil down the messages of what he was trying to say into these amazing images that he would put in his book. Decades had passed since anyone had seen this. What lies within the pages of the Red Book would be studied by scholars for generations to come. What secrets would we unlock once we opened the book for the first time? The Red Book is the most mysterious but most important piece of psychological work that Jung ever did. I felt I'm as close to this as Carl Jung was. I think he himself knew that he did something important. When you're presented with an opportunity like this, as a preservationist, you have to make sure that you preserve it in the best possible way that you can. The Red Book was kept in a vault in Zurich, where it had been for several decades. When you look at the way that we set this up, it looks like an operating theater. All the preparations had to be meticulous. We needed to set everything perfectly. I called Jim Mars, I told him about the project. He was immediately very excited about it. When Jim and Sonu got together, they agreed that they needed to get in touch with Digital Fusion, doing all the scans. Scans with the absolute latest technology. You cannot get a better scan in the world today. This was really a historic moment, and a lot of people came together to witness this. We had the book publishers that were there. We had the leading Jungian scholar. The Philemon Foundation president was there. The New York Times covered the event. And of course, the Jung family were there to witness and participate in it. There was a quiet to the room. There was a hush. And then there it was, suddenly. There it was. I felt like Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. I felt like I was opening something that no one else had seen. Ja, so machen die Amerikaner Werbung.
Aber Sie werden es nicht glauben, ich habe am Anfang auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber das Ding hat gewirkt. Danach hatte das YouTube über 1 Million Klicks. Das ging pro Woche kam 1 Million dazu. Ja? Und alle Künstler waren plötzlich aufgerissen, alles war in Unordnung, die Bestellungen kamen rein, die konnten gar nicht so schnell nachdrucken, um das Buch wirklich zu produzieren. Und es ist bis heute eigentlich immer, werden immer wieder gekauft. Wer hat denn schon ein rotes Buch von Ihnen? Oh, das sind ja schon genau 1%. Ja, man schreckt natürlich zurück, wenn man hört, das kostet 200 Euro. Da bin ich auch etwas zurückhaltend gewesen. Aber ich habe es ja geschenkt bekommen. Und es gibt es in Deutsch und es gibt es in Englisch, in Italienisch, Libro Rosso, Le Livre Rouge in Französisch. Mittlerweile ist auch eine russische und eine also man denkt sogar über eine chinesische Version nach. Ich bin ja mal gespannt. Die gibt es schon, ja. So. Man könnte das ganze Buch mit dem Satz von Goethes Faust umschreiben, vermesse dich, die Pforten aufzureißen, an denen jeder gern vorüberschleicht. Ja? Das Buch ist eine Dokumentation bzw. ein Erzählbericht. Dokumentation wäre zu genau und Erzählbericht vielleicht zu weit. Aber es ist beides. Es ist ein Erzählbericht und eine Dokumentation über die Konfrontation mit dem Unbewussten. Das heißt, was ist da eigentlich passiert? Jung war in einer, man könnte sagen, Midlife-Crisis. Midlife-Crisis war eigentlich schon ein bisschen zu früh, aber so um das 35. Lebensjahr ging das los. Das ist die deutsche Version, hätte man auch ein bisschen schöner gestalten können. Die amerikanische finde ich irgendwie etwas dramatischer. Der Dalai Lama hat ein Exemplar bekommen und war ganz erfreut, wie man hier sieht. Das haben die französischen Kollegen auf die Beine gestellt. Ja, und es passiert so einiges. Ich zeige Ihnen mal kurz die Struktur des Roten Buches. Sie ist eigentlich relativ überschaubar. Es gibt einen Liber Primus, also einen ersten Teil, handschriftlich sehr eng und sehr verdichtet geschrieben. Bestehend aus diesen Themen, Sie sehen schon an der Art, wie das Thema, wie die Themen formuliert sind, Wiederfindung der Seele, über den Dienst der Seele, die Wüste, Heldenmord, Belehrung, Begegnung und Lösung. Dass das kein wissenschaftliches Werk ist, sieht man schon so ein bisschen an den Titeln. Ja. Hier geht es um Erzählungen, um Anmutungen, um Erlebnisse und Erfahrungen. Das ist eine andere Dimension. Und dann gibt es das Liber Secundus. Das besteht aus 21 Kapiteln, deutlich länger. Hier geht Jung noch mehr in den eigentlich erzählerischen Stil, in den anekdotenhaften, in das, wir würden heute sagen, das sind Events, kleine, abgeschlossene Erzählgeschichten, die aber alle miteinander in einer Art kommunizierender Röhren in dem Buch miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn Sie weiterlesen, ein weiteres Kapitel, merken Sie, aha, es tauchen Figuren auf, die in der vorigen Geschichte auch schon da waren, aber vielleicht in veränderter Gestalt. Also im Grunde genommen so etwas wie der Traum, das bei uns auch macht, dass er einfach Themen wiederholt und bestimmte Dinge wieder auftauchen lässt und sie wieder erinnert, aha, da war doch schon mal was, und sie das so ganz vage miteinander in Verbindung setzen. Und dieser Effekt wird im Laufe des Buches immer intensiver, sodass Sie zum Schluss wirklich merken, wie die ganzen Endpunkte dann miteinander verbunden sind und Sie also immer mehr herausbekommen, was eigentlich in Ihrer Psyche passiert, wenn Sie diese Imaginationsfiguren auch zum Sprechen bringen, sprechen lassen oder in irgendeiner Form ja, mit Leben füllen. Das Buch endet auf Seite 189, es ist ein unvollendetes Werk. Jung hat handschriftlich einige Dinge da hineingeschrieben, dass er an diesem Buch 16 Jahre gearbeitet hat und an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterarbeiten konnte. Das Buch hört also mitten im Satz auf. Ein typisches Charakteristikum bei C.G. Jung, das ist ihm wohl öfter so gegangen. So, dann gibt es noch ein drittes, nämlich die Manuskripte, die Sonu Shamdasani bekommen hat von der Erbengemeinschaft. Denn er hatte, und da muss ich ein bisschen ausholen, er hatte in einer Diskussion in Amerika mit einem der größten und schärfsten Gegner von C.G. Jung, Richard Noll, in einer Diskussion einen unglaublichen Disput. Also Richard Noll war so ungefähr, ist so ungefähr der Antagonist von C.G. Jung, der also sagt, das ist alles Unfug, das ist alles Quatsch. Dieser Mann ist hochgefährlich, ist faschistoid und alles Mögliche kam dann.
The Aryan Christ und alles kam zusammen und dann ist Shamdasani aufgestanden und hat diesen Mann mehr oder weniger nur mit Fakten regelrecht den Teppich unter den Füßen weggezogen. Und dann fiel das ganze Anklagesystem gegen Jung fiel in sich zusammen und die Erben haben das sehr genau beobachtet und haben dann gesagt, dieser Mann ist derjenige, dem wir das Archiv der Manuskripte von Jung in der Schweiz öffnen, und zwar der einzige. Und deshalb konnte er auch dieses Buch dann als, quasi als Dankeschön veröffentlichen. Das war kein Zufall. Also es gibt schwarze Bücher, kleine Notizbücher, in denen er erstmal alles aufskizziert hat. Es gibt handschriftliche Entwürfe, maschinenschriftliche Entwürfe, korrigierte Entwürfe, Änderungsgeschichten 1915, 1920, kalligraphischer Band, Transkription, Carrie Baines, waren auch noch einige Leute mit involviert. Das Yale-Manuskript gibt es, es gibt redigierte Entwürfe von noch unbekannter Hand, alle möglichen Dinge, die noch dazu kamen. Also Shamdasani hat das so beschrieben, ich kam in dieses Archiv rein, die Tür ging auf und da standen in dem Raum die Dokumente in Berghöhe, ungefähr so, auf der Erde zum Teil aufgeschichtet, weil das ist alles noch unveröffentlichtes Material. Das ist doch gar nicht da, das gibt es noch gar nicht. Das heißt, Jung hat fast genauso viel Schriftliches hinterlassen, wie das, was bis jetzt publiziert ist. Da können Sie sich mal vorstellen, dieser Mann muss eine Nacht geschrieben haben. Geht gar nicht anders. Und das ist ein Beispiel, auf welche Quellenlage er gestoßen ist. Und es gibt noch, wie gesagt, ein drittes Buch, das ist das Liber Tertius oder die sogenannten Prüfungen, im Englischen Scrutinies. Diese Black Books sind eigentlich so die Quelle dafür, was ist eigentlich da vorher aufgeschrieben worden und was ist im Laufe der Zeit später eigentlich dann in das rote Buch tatsächlich einkalligrafiert worden, müsste man sagen. Ja, na, da sehen Sie das Ganze auch nochmal. Die ganzen Dokumente gehen eigentlich von 1914 bis 1918 und das sind überall noch Zettel, überall noch Notizen und dergleichen mehr. Also ganz viel. Und durch all dieses Material musste sich der Herausgeber durcharbeiten, um dann wirklich dieses Buch zu erstellen. Das war eine enorme Arbeit. Hier sehen Sie mal so ein kleines Beispiel, wie diese schwarzen Bücher aussehen. Skizzen mit Entwürfen, handschriftlich natürlich alles. Hier geht es, meine Seele, wo bist du? Das ist ein Originaltext, der auch im roten Buch dann später auftaucht. Hier nochmal als kleine Notizbuchversion. Er hat dann auch so kleine so Zeichensysteme, ähnlich wie Hieroglyphen, entwickelt, um dann daraus auch das Ganze ins rote Buch zu übertragen, als ornamenthafte Umrahmung von Texten und so weiter. Das ist schon eine ganz ausgefuchste Arbeit. Ja, so stellt sich die erste Seite des roten Buchs dar. Sie sehen eine große sogenannte hängende Initiale. Ja, so heißt das, wenn die über mehrere Textzeilen hängt. Und der Titel lautet Der Weg des Kommenden. Jetzt kann man das natürlich in zweierlei Form verstehen. Der Weg dessen, was kommt und der Weg von jemandem, der überhaupt kommt als Mensch. Ja, es ist also immer so ein Sous-Entendu dabei, wo man sagen kann, es ist nicht genau klar, was er jetzt eigentlich meint. Er lässt das auch offen, er erklärt das nicht. Und er fängt an mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Alles in Latein. Ich will Sie jetzt nicht mit Latein nerven, keine Angst. Also das habe ich in der Schule irgendwann auch hinter mir gelassen. Aber es ist ganz witzig, dass er diese Seite einfach in wirklich mittelalterlicher Art eines großen Werkes schreibt und das dann einfach so stehen lässt. Er übersetzt das auch nicht. Sie finden also nirgendwo im Roten Buch irgendeine Übersetzungshilfe, sondern Sie müssen sich, wenn Sie wollen, eigentlich da durcharbeiten, ja, wenn Sie die erste Seite ernst nehmen. Was aber interessant ist, ist eigentlich, dass eine kleine Geschichte der Bilder hier im Hintergrund läuft, nämlich in dieser hängenden Initiale sind so einige Sachen versteckt. Und da würde ich gerne mal Ihr Augenmerk drauf lenken. Das ist also hier eine Geschichte, da wo das wo der I-Punkt ist bei Jesaja, sehen Sie diesen kleinen Punkt hier, ja? Da ist eine Figur und die geht hier durch ein Tor. Die ganze Geschichte fängt aber hier an, weil hier alle möglichen Fische und da ist sogar ein Riesenkrokodil, gehen hier langsam an Land. Dann geht die Geschichte hier oben weiter, kommen Weinreben, eine Amphore, ein Pfeil und hier geht es dann, hier ist eine Wüstenszene, hier sitzt jemand am Schreibtisch. Hier sind Schiffe und hier ist Krieg und Zerstörung und so weiter und so fort. Also wenn Sie das genau sehen, ist da so eine kleine Bildgeschichte eingebaut, wie so ein Comic, der läuft.
und eine großartige Szene, die sozusagen unsere erfahrbare Welt von oben bis unten erstmal darstellt. Fängt hier unten in der Tiefe an, hier glüht quasi das Magma, dann kommt die Tiefensee, dann kommt die etwas flachere See, dann ist hier ein Segelschiff, eine Stadt, Berge, Wolken und hinten sogar der Mond und die Sonne. Und hier, eigentlich quasi passend an den letzten Vortrag, die Kundalini, ja? Die sehen Sie, aus, auf einem Feuertopf der Energie steigt sie auf und hat hier die Krone auf. Also er hat viele Dinge in das Bild eingebaut, die schon Hinweise geben, wo geht die Reise hin, was passiert da. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, ganz oben am Bildrand, da sehen Sie ein Band, im Bereich der Planeten und der Sterne sehen Sie ein Band, in dem die Tierkreiszeichen abgebildet sind, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ja? Und das weist darauf hin, dass in der Präzession der Äquinoktien, so heißt der Fachausdruck, wir jetzt gerade an einem Punkt sind, in dem wir vom Zeitalter der Fische ins Zeitalter des Wassermanns übertreten. Und das ist eine Zeit, die immer schon von den Menschen beobachtet wurde. Wenn sich Äonen ändern, gibt es große Veränderungen auf der Welt, große Konflikte etc. pp. Zu dem Thema wird uns aber morgen auch Herr Dr. Arzt noch etliches erzählen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, hat eben auch was mit dem Zeitgeist und der jetzigen Situation zu tun. Das ist gleich zu Anfang, wird dieser Bogen schon eröffnet. Ja, dieses Buch hat eben, wie gesagt, ganz viel Aufsehen erregt und hat sich super verkauft. Ich bin im Augenblick seit 2010 eigentlich unterwegs und halte in Deutschland Vorträge bei kleineren jungen Gesellschaften, aber auch in kleinen privaten Zirkeln. Die Leute haben unglaubliches Wissensbedürfnis oder eine Wissbegierde ist da. Was steht da eigentlich drin in diesem Buch oder was ist eigentlich das Besondere dabei? Ich will Sie nur kurz so ein bisschen einführen in die Zeitsituation, als das Buch tatsächlich von Jung geschrieben wurde. 1911 ging es eigentlich los. Da hat nämlich Freud Jung in Küsnacht besucht und beide sind dann anschließend zum Weimarer Kongress gefahren. Also man muss sich vorstellen, der große Freud kommt wie hat er ihn genannt, den jugendlichen Herkules aus der Schweiz, den hat er so genannt, ja, den kommt er besuchen die haben im Burg Hölzlin da gesessen mit Bleuler zusammen und haben etliche Sachen besprochen und so weiter und sind dann anschließend nach Weimar gegangen. Da war schon ein bisschen Rauch in der Luft sozusagen, denn was dann 1912 passierte, das hat Freud überhaupt nicht gefallen, das war nämlich Jungs Buch Wandlungen und Symbole der Libido, heute heißt es Symbole der Wandlung. Ja, das kam zu dem Zeitpunkt raus und dieses Buch konnte Freud absolut nicht ausstehen. Das war für ihn das rote Tuch, nicht das rote Buch, sondern das rote Tuch. Und das ging nicht. Da waren Dinge drin, die konnte Freud nicht zulassen. Aber Jung hat gesagt, sorry, von einem ungehorsamen Schüler dem Meister zu Füßen gelegt. Ja, hat dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann diese These, die du da vertrittst, leider nicht mehr aufrechterhalten, wir müssen irgendwie uns da wahrscheinlich trennen. Und das war der Beginn der großen Krise, wie sie genannt ist, nämlich die Zerspaltung zwischen Freud und Jung. Und es ging beiden schlecht dabei. Ne? Jung war, den einzigen Vorteil, den Jung wirklich hatte, war, er hatte eine sehr reiche Schweizerin geheiratet, Emma Rauschenbach, glaube ich, die zweitreichste Frau der Schweiz, und hatte ab diesem Moment keine finanziellen Probleme mehr. Das war bei Freud etwas anders. Und dadurch entstand natürlich auch nochmal zusätzlich eine Problematik. Dann die ganze Geschichte mit Spielreihen. Dann hatte Jung in Burg Hölzli gekündigt, seine eigene Praxis aufgemacht. Also wenn in ihrem Leben so viel passiert, ja, dann ist eigentlich die Gefahr groß, dass sie natürlich auch das Ganze nicht verarbeitet kriegen. Na, und das ist bei Jung passiert. Das heißt, plötzlich war eine Situation, die ihn von innen aufgebrochen hat. Das heißt, aus dem Inneren heraus entstand einiges an Problemen. Ist das nicht ein herrliches Bild? Der Kongress in Weimar. Schauen Sie sich mal die Kleidung an. Ja? Das war zu Anfang des letzten Jahrhunderts. Und hier ist Jung und da ist Freud. Sie müssen sich vorstellen, die stehen an einer Treppe und der Fotograf hat da stundenlang Vorbereitung gemacht, hat dann gesagt, ja, der Freud muss eigentlich eine Treppe höher. Weil der Junge nämlich einen Kopf größer war als der Freud. Das konnte so nicht sein. Das ging nicht. Deshalb hat man ihn dann eine Treppe höher gestellt. Das ist übrigens Emma Rauschenbach, Lou Andrea Salome und hier ist noch ein Stück von Ferenczi. Genau. Ja, und
er hat es dann auch fertiggebracht, tatsächlich zu diesem Kongress seine, da sehen Sie es nochmal, das ist Jung und das ist Freud. Ja? Klar, dass der eine Stufe höher stehen musste, weil sonst hätte das Größenverhältnis ja nicht gestimmt. Und Jung hatte es fertiggebracht, seine Geliebte, nämlich Toni Wolff, auch mit auf den Kongress zu nehmen. Die saß dann auch vorne in der ersten Reihe. Das war damals natürlich schon der Beginn eines großen Skandals. Da wollte man ihn schon quasi im Grunde genommen für etwas bestrafen, wie auch immer. Ja, Beispiel aus dem Liber Primus. Bevor ich die jetzt loslasse, frage ich Sie mal kurz, haben Sie eine Frage? Was brennt Ihnen auf der Seele? Das sind mir die wichtigsten Fragen, die auf der Zunge brennen. Erst auf der Seele, dann auf der Zunge. Ja, es gibt dieses Buch mit den Bildern leider nur in dem Format, aber ich kann Ihnen anbieten, die Textversion, die ist deutlich kleiner, die können Sie auch mal abends im Bett lesen, das lesen Sie nicht im Bett. Ja? Genau, die Textversion ist auch deutlich günstiger, kostet nur 50 Euro, ist allerdings nur der Text, kein Bild. Ja? Es hat sich irgendwie herausgestellt, dass man, wenn man ein gutes Produkt lanciert und auf den Markt bringt, macht man meistens noch irgendwas dazu, irgendein Merchandising und so weiter. Bitte schön. Hat irgendwo überlegt, warum sein Buch nicht erscheinen, nicht veröffentlicht werden sollte? Er hat ein Leben lang damit gerungen, es zu veröffentlichen. Er war kurz davor, es mal zu veröffentlichen, hat es wieder zurückgezogen. Er hat gedacht, wenn ich dieses Buch veröffentliche, ist meine wissenschaftliche Reputation dahin. Aus gutem Grund. Man hätte ihn zerrissen. Denn die Menschen zu dieser Zeit waren nicht in der Lage, das, was in dem Buch steht, überhaupt zu verarbeiten. Das, was in diesem Buch steht, hat so eine Sprengkraft, das geht über Jahrhunderte hinweg. Das heißt, das können auch Leute in 100 Jahren noch lesen und werden feststellen, weil sich die Seele eigentlich in uns nicht dramatisch groß geändert hat im Vergleich zu Zeiten von Plato. Das Eigentliche ist immer noch das Gleiche. Und wir leiden nur darunter, dass wir es halt künstlich verkomplizieren oder neurotisch aufblasen. Aber eigentlich sind unsere archetypischen Signaturen und Strukturen innerhalb der Seele immer noch die gleichen. Die haben sich in den Jahrtausenden kaum geändert. Der Mensch ist immer noch der Gleiche. Und Jung hat darauf hingewiesen, hat gesagt, das ist so und ihr müsst es akzeptieren, ihr müsst euch darauf einstellen, ihr müsst damit umgehen. Und wir haben ja gestern in dem Vortrag gehört über diese Resilienz, über diese Fähigkeit, das Glück in sich selbst irgendwie zu, selbst zu machen oder selbst zu generieren. Und bei Jung würde das unter dem Stichwort Individuation laufen. Das heißt, der zu werden, der man ist. Nicht der man werden soll, sondern der man schon ist. Die Anlage ist schon da, ich muss es jetzt nur entfalten. Ich muss da hinkommen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele aus dem Liber Primus. Als erstes zunächst erstmal eine Abbreviation, das heißt also die Art und Weise, wie Endungen im Text ausgeschmückt. Da gibt es hier das Und. Diese Verlängerung ist ein Duplikat, also wenn da Kommenden steht, das hat nur ein M mit dieser Tilde oben drüber. Bedeutet also Verdopplung, dann EN und EM und dann die ganzen Heiten und Keiten hier. Damit hat er ein System geschaffen, um die Schrift noch weiter zu verdichten. Und das sieht dann in der Schrift, sieht das dann so aus. Ups, Einmal nochmal zurück. Dann sieht das so aus, ja. Sie können es dann lesen. Ich lese es Ihnen mal vor, weil es nicht ganz so deutlich zu sehen ist. Wenn ich im Geiste dieser Zeit rede, so muss ich sagen, niemand und nichts kann rechtfertigen, was ich euch verkünden muss. Rechtfertigung ist mir überflüssig, denn ich habe keine Wahl, sondern ich muss. In dem ersten Satz eigentlich schon eine Zwangslage, in der er ist. Er kann gar nicht anders, als diese Dinge der Öffentlichkeit darzustellen. Ich habe gelernt, dass außer dem Geiste dieser Zeit noch ein anderer Geist am Werke ist, nämlich jener, der die Tiefe alles Gegenwärtigen beherrscht. Es gibt den Geist dieser Zeit und es gibt den Geist der Tiefe. Und damit stellt sich Jung dar als jemand, der bemerkt, dass etwas passiert in der Tiefe. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit Freuds Beschreibung, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das Unbehagen in der Kultur, das ist eigentlich das, was gemeint ist. Das ist der Geist der Tiefe, den Jung jetzt hier auch spürt und mit dem er eben im Roten Buch immer wieder zu tun hat. Das zieht sich durch das gesamte Rote Buch durch, dass er immer wieder zwischen diesen beiden Situationen hin und her
Man könnte die beiden Situationen eigentlich generell bezeichnen mit der Welt des Bewusstseins und der Welt des Unbewussten. Und wie das Bewusstsein durch das Unbewusste unterspült, untergraben, aber auch bereichert und erweitert wird, das ist eigentlich das große Thema, was im großen Bogen über dieses Buch hinweggeht. Die Wiederfindung der Seele heißt das erste Kapitel. Und jetzt, wo er im ersten Teil noch relativ allgemein und sehr mystisch eigentlich gesprochen hat, geht er hier schon in eine sehr konkrete Sprache. Als ich im Oktober des Jahres 1913 das Gesicht der Sinnflut hatte, geschah dies zu einer Zeit, die für mich als Mensch bedeutend war. Ich hatte damals in meinem 40. Lebensjahr alles erreicht, was ich mir je gewünscht hatte. Ich hatte Ruhm, Macht, Reichtum, Wissen und jedes menschliche Glück erreicht. Da hörte mein Begehren nach Vermehrung dieser Dinge auf. Das heißt, er war an einem Punkt angekommen, wo er eigentlich sagte, eigentlich geht es mir ja gut. Ich habe ja keine Probleme. Ich habe eine reiche Frau geheiratet, ich habe einen Job, bin Schweizer Bürger. Was soll mir passieren? Er war auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Er hatte eine super Ausbildung, er war Arzt. Er hatte eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, um einigermaßen so mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Und jetzt kommt dieses Erlebnis, das dann von innen war ein psychotischer Schub, es war der Beginn einer Schizophrenie, es war eine Paranoia, es war dies, war das, sind alles nur so Flashlights, die man dann angeht. Und Jung hat gesagt, ich wusste gar nicht, was mir da passierte, ich wusste gar nicht, was los war. Ich sitze im Zug zu meiner Schwiegermutter nach Schaffhausen, ja, und gucke draußen in die Landschaft und auf einmal sehe ich da keine Landschaft mehr, sondern nur noch Blut. Alles war ein großer Blutstrom, da schwammen Trümmer und Leichen. Und es war mir unmöglich, das zu verstehen. Und das Gleiche ist nochmal passiert bei einer zweiten Reise. Über Minuten lang hatte er so eine Art Vision. Und er sagte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Er hatte die Angst, dass er jetzt doch vielleicht verrückt würde. Und dann, muss man sagen, hat ihm die Situation, er hatte also Yoga gelernt, er war in den Yoga-Techniken eigentlich einigermaßen informiert. Er konnte dieses Yoga dann einsetzen, um sich selbst wieder herunterzufahren, zur Ruhe zu bringen, um dann das, was er erlebt hat, in irgendeiner Form in seine Notizbücher zu schreiben. Und die sind natürlich voll von diesen Emotionsausbrüchen. Das Material, was in den Notizbüchern steht, ist noch viel aufwühlender als das, was hier im roten Buch steht. Hier ist eigentlich nur die Essenz, kann man eigentlich sagen. Er hatte alles erreicht. Er hörte mein Begehren nach Vermehrung dieser Güter auf. Das Begehren trat in mir zurück und das Grauen kam über mich. Das Gesicht der Sinnflut erfasste mich und ich fühlte den Geist der Tiefe, aber ich verstand ihn nicht. Er aber zwang mich mit unerträglicher innerer Sehnsucht und sprach, und ich sprach, meine Seele, wo bist du? Ja, haben Sie gerade in den Notizbüchern gesehen, da war das Gleiche aufgeschrieben. Und das hat er jetzt ins rote Buch übertragen. Sie sehen an der Schrift, es ist noch nicht so ganz fließend, es hakelt noch so an einigen Stellen. Ich denke, er hat da auch am Anfang das Problem gehabt, dieses Riesenbuch, was er da bestellt hat, das war ja ein großes, in Leder gebundenes Buch, in der Größe, das hat damals schon viel Geld gekostet, dann mit Vellumpapier, das ist das teuerste Papier, was es gibt, aber Preis spielte anscheinend keine Rolle. Und dann hat er angefangen, da drin zu schreiben. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen Riesenschinken da liegen und sollen jetzt die erste Seite gestalten. Oh Gott, ich wüsste nicht, was ich da machen sollte, das wäre schon nicht so einfach. Bitte schön. Hat er das jetzt selber geschrieben? Das ist von ihm selbst, von seiner eigenen Handschrift so im Roten. Er hat alles in dem roten Buch, was im Faksimile-Bereich ist, hat er alles selbst geschrieben, selbst gezeichnet, selbst gedichtet. Es kommen auch Gedichte drin vor. Also sehr schön. Ja, und dann geht das los. Sein Dialog mit der Seele. Das heißt, die Seele fängt hier an zu sprechen. Wo bist du, meine Seele? Ja? Ich rufe dich. Bist du da? Ich bin wiedergekehrt. Ich bin wieder da. Ich habe aller Länder Staub von meinen Füßen geschüttelt und bin zu dir gekommen. Ich bin bei dir. Nach langer, jahrelangen Wanders bin ich wiederum zu dir gekommen. Soll ich dir erzählen, was ich alles erlebt und so weiter? Und so entwickelt sich ein Dialog, in dem er zu seiner Seele als einer Person spricht. Und das ist ungewöhnlich. Hier geht's weiter.
Gibt es irgendwas Besonderes? Ja, das geht dann also richtig, da kommen dann alle ganz alte Begriffe wie ausgeglüht und verschlungene Pfade und welche Wärme der Freude, dich wiederzusehen, du meine lang verleugnete Seele. Also es ist so eine kleine Ode an die Seele. Ist noch ein bisschen unbeholfen. Manchmal habe ich das Gefühl so, es schreibt ihn, er schreibt da gar nicht selber, sondern irgendetwas in ihm will sich da irgendwie so ausdrücken und das geht noch ein bisschen holprig. Das ändert sich aber. Dieses, und da sehen Sie warum, fragt sich natürlich der geneigte Leser, schreibt er denn dieses Wort in Rot? Das ist eine Rubrik, denn das Wort Rubrik bedeutet Rot, Rubri. Ja? Und wenn etwas in Rot geschrieben ist, dann fängt hier ein neuer Gedankenbereich an, ein neues Kapitel. Und dieses zwang mich, der Geist der Tiefe zu sprechen und zugleich zu erleben gegen mich selber, denn ich erwartete es nicht. Ich war damals noch ganz befangen im Geiste dieser Zeit und dachte anders von der menschlichen Seele. Das heißt, seine Ausbildung zum Psychiater, die war im Grunde genommen klassisch. Da ging es um das, was messbar ist, um das, was man messen und alles andere ist Blödsinn. Das sind Einbildungen und dergleichen mehr. So, da habe ich mal so einen Teil rausgenommen, ein Snippet, sagen die Amerikaner, so ein kleines Teilchen. Ich dachte anders von der menschlichen Seele, das heißt, er hatte noch andere Vorstellungen und wollte sich eigentlich nicht aus seiner wissenschaftlichen Sichtweise so einfach rauskatapultiert sehen. Das war für ihn ein Konflikt. Er hatte hier seine wissenschaftliche Karriere und da waren jetzt plötzlich diese merkwürdigen Erlebnisse von inneren Bildern, die da in ihm hochstiegen, und da musste er erstmal mit klarkommen. Und dementsprechend musste er in diesen Dialog und musste versuchen, da rauszukommen. Ich dachte und sprach viel von der Seele, ich wusste viele gelehrte Worte über sie und habe sie beurteilt und einen Gegenstand der Wissenschaft aus ihr gemacht. Ich bedachte nicht, dass meine Seele nicht der Gegenstand meines Urteilens und Wissens sein kann. Vielmehr ist mein Urteilen und Wissen Gegenstand meiner Seele. Merken Sie diesen Dreher, den die ganze Geschichte kriegt? Das Seelische ist im Grunde genommen jetzt das anordnende System und nicht mehr der Gegenstand, der beobachtet wird. Das ist eine völlig andere Perspektive. Er hat jetzt quasi die Seite gewechselt und guckt sich das Ganze von einer völlig anderen Perspektive aus an. Und jetzt wird ihm klar, hier ist ein energetischer Prozess am Werk und der hat eine ganz andere Dynamik. Der bringt jetzt hier Feuer unter den Topf. Und dementsprechend passieren auch die nächsten Überlegungen. Wohlgemerkt, wir sind jetzt noch im Text, die Bilder kommen noch. Darum zwang mich der Geist der Tiefe, zu meiner Seele zu reden, sie anzurufen als ein lebendiges und in sich selber bestehendes Wesen. Ich musste inne werden, dass ich meine Seele verloren hatte. Das heißt, er bemerkt jetzt, dass er so etwas wie eine Seele mal hatte, aber darüber anders nachgedacht hat und jetzt sich aufmacht, sie wiederzufinden. Also in eine Verlustsituation kommt, wo es jetzt heißt, ich muss sie wieder entdecken. Sie ist mir verloren gegangen. Ich bin in einer anderen Situation. Ich bin eigentlich da fiel mir auch wieder bei Ihnen die griechische Mythologie. Das sind die Eichmalotos. Das sind die Eingekerkerten. Ja, und als ein solcher wird sich Jung da auch gefühlt haben. Gesagt, ich bin hier völlig im falschen Film. Ich weiß gar nicht, was. Draußen ist Theater und ich kriege das gar nicht mit. Und meine Innenwelt ist völlig anders. Das ist eine ganz andere Aktivität, die da abläuft. Wie kommt das jetzt zusammen? Wie kriege ich das jetzt hier gebacken, ohne verrückt zu werden? Und jetzt wird es dramatisch. Da heißt es dann nämlich, ich blende mal gleich den deutschen Text ein, findet er die Seele nicht, so wird ihn das Grauen der Leere befallen und die Angst wird ihn mit vielfach geschwungener Geißel hinaustreiben in ein verzweifeltes Streben und ein blindes Begehren nach den hohlen Dingen dieser Welt. Er wird zum Narr seines endlosen Begehrens und verliert sich von seiner Seele weg, um sie nie wiederzufinden. Er wird hinter allen Dingen sein. Und an der Stelle da lief es mir kalten Rücken runter, weil ich dachte, Moment mal, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Da ich in meinem Alltag sehr viel mit Kindern arbeite, früher hießen die schwer Erziehbare, dann durfte man das nicht mehr sagen, dann hieß es, das sind Kinder, ja, ne? Und jetzt
Jetzt heißt es, das sind verhaltensoriginell. Verhaltensauffällig dürfte man nicht mehr sagen, es heißt verhaltensoriginell. Die nehmen dann schon mal einen Stuhl und schmeißen ihn durchs Fenster. Ne? Das ist sehr originell. Und da fiel mir dieser Satz wieder ein, da dachte ich, sie werden hinter allen Dingen. Da ich, eigentlich sind die genau da. Ja? Die sind hinter den Dingen, die hängen hinter ihrer Playstation, hinter ihr Dings. Und an der, ich sage immer, das wirkliche Leben, dieser unscharfe Hintergrund hinter deinem Handy, nennt man Leben. Und da gucken die mich mal an, wovon redet der? Aber das ist das, ja. Ich meine, Hohler geht's doch nicht mehr. Schauen Sie sich mal an, die Chinesen verlieren im Augenblick ihre Sprache. Kein Chinesische, die haben 49% Analphabetismus in China. Wir brauchen keine Angst vor der gelben Gefahr haben. Ja, die verlieren ihre Sprache, die wissen gar nicht mehr, was da. Die müssen auf der Tastatur tippen, Li, dann kommen 16 verschiedene Zeichen, dann können sie sich eins auswählen. Und genau das baut die Sprache ab. Können Sie bei Herrn Spitzer nachgucken, der sagt, der regt sich drüber aus, das gibt's doch gar nicht. Die machen nur noch den hier. Ja? Und das ist diese Situation. Wir werden hinter allen. Das heißt, der Mensch fängt an, seine Seele zu verlieren und sich aufzulösen in Nichtigkeiten. Ja, ich sage manchmal immer, auch wenn ich mir so die Politik angucke, dann denke ich immer, die verlieren gerade, wie heißt das? Wir sortieren die Liegestühle auf der Titanic. Das ist ganz besonders wichtig. Das müssen wir im Augenblick ganz dringend machen. Geht ja gar nicht anders. Ja. So, jetzt kommt das erste Bild, jetzt kommt mal Action in die Sache. Hier sehen Sie Jung als jungen Mann, ja, weiß gekleidet am Wegrand. Und die beiden Figuren sind Elias und Salome. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, wer einigermaßen sich so ausgeht in der Bibel, irgendwie die beiden gehören in der Bibel aber überhaupt nicht zusammen. Ja. Salome, die Blutrünstige, die das Haupt des Johannes auf der Platte hat. Und Elias als der große, feurige Elias als Prophet. Wie passt das denn zusammen? Das geht ja gar nicht. Ja, im Traum geht das schon. Ja? Und da das Rote Buch auch ein Buch des Traumes ist, ist diese Kombination durchaus zulässig, weil alle Kombinationen sind zulässig. Die Frage ist, was passiert bei Jung? Denn das sind seine inneren Gestalten. Und die sagen jetzt in der Erfahrung, auf die Frage, wer seid ihr denn? Seid ihr etwa nur symbolisch? Sagt er, wir sind wirklich. Das heißt, in der Seele selbst sind diese Figuren tatsächlich da und sprechen zu ihm, unterhalten sich. Denn Elias und Salome, ja, ich bin der Prophet Elias und das ist meine Tochter Salome. Stimmt überhaupt nicht. Aber im Roten Buch geht's, im Traum geht's ja auch. Ne? Jeder von ihnen hat mal einen Traum erlebt, wo sie hinterher wach werden und sagen, Moment, das geht ja gar nicht. Aber im Traum geht's. Das heißt, der Traum hat eine Botschaft, die unter der Rationalität liegt und uns eine Botschaft gibt und sagt, jetzt sei doch nicht so, ne? Du warst vorher immer nur Rosinenpicker und jetzt bist du halt Korinthenkacker. Das geht nicht. Hör doch mal auf, sei doch mal nicht so eng, mach doch mal ein bisschen, guck doch mal ein bisschen breiter, lass doch mal was zu, was vorher nicht war. Hier ist es zu. Was Sie auf dem Bild leider nicht sehen, das ist wirklich auch dem Original zu schulden. Hier unten ist eine Schlange. Ja? Die immer die beiden, ne, diese beiden inneren Figuren begleitet und permanent sich in das Geschehen sozusagen mit einmischt und immer dabei ist, wenn die beiden gehen oder in eine andere Szene wandern, dann geht es da zur Sache. Also ich bin Elias und dies ist meine Tochter Salome. Und diese Figuren tauchen dann später in den Geschichten wieder auf. Also beispielsweise im Liber Secundus gibt es eine schöne Geschichte, das Schloss im Walde. Da ist Jung unterwegs, braucht eine Herberge, findet irgendein altes Schloss, geht da rein und der gibt ihm ein Zimmer und da kann er übernachten, dann kommt er nicht in Schlaf, dann kann er nicht einschlafen. Plötzlich steht im Zimmer eine weibliche Figur. Das ist die Tochter des Herrn. Er sagt, das ist so ein abgeschmackter Roman. Ja. Und die fragt ihn, liebst du mich? Also so eine typische Situation, wo wir jetzt sind, das ist ja wie im Kitschroman. Ne? Und dann entwickelt sich ein Dialog und ganz zum Schluss sagt diese Figur, ach ja, im Übrigen, ich soll dir schöne Grüße bestellen von Salome. Das heißt, diese Figur taucht später in einer Geschichte wieder auf und funktioniert. 5 Minuten, bin ich fertig, schaffe ich. Da ist sie als Anima-Figur, auch ein großes Thema, der Archetyp der Anima, die Frau in der Seele des Mannes und der Animus als Mann in der Seele der Frau, eine sehr interessante. Wir kommen zu einer interessanten Figur im Roten Buch, das ist die erste Darstellung von Philemon als eines
eines Daimons, könnte man sagen, der über den Zürichsee fliegt mit Hörnern und einen Schlüssel in der Hand hält. Im Roten Buch sieht das dann umgearbeitet so aus. Ja. Flügel des Eisvogels, hier ist wieder die Schlange, die gehört dazu. Er präsentiert sich hier in der Gestalt eines Gnostikers. Und hier oben ist ein Zitat, das einzige Zitat im Roten Buch in Englisch, alles ist sonst in Deutsch geschrieben. The Bhagavad Gita says, whenever there is a decline of the law and the increase of inequity, then I put forth myself for the rescue of the pious and for the destruction of the evildoers, for the establishment of the law, I am born in every age. Das ist der Kern der Bhagavad Gita, das ist der Kern der Veden, der da im Zitat läuft. Das heißt, in diesen Zeiten gibt es immer einen Avatar, der kommt. Und in der Bhagavad Gita ist es Krishna, der zum Wagenlenker Arjuna mehr oder weniger dann spricht. Und bei Jung sagt er, und bei sich war das eben diese Figur des Philemon, der in seinen Händen ein Licht trägt und damit ein Luzifer ist, also ein Lichtbringer. Und mit diesem Zitat von Jung würde ich jetzt langsam schon mal zum Schluss kommen. Wer seine Erkenntnis nicht als ethische Verpflichtung anschaut, verfällt dem Machtprinzip. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der analytischen Psychologie. Wenn Sie sich mit Ihrer Ethik nicht auseinandersetzen und keine ethische Verantwortung übernehmen, dann sind Sie immer in der Gefahr, irgendwelchen Machtspielchen zu verfallen. Und Sie sind derjenige, der den Kürzeren zieht, nicht die anderen.